Kenny, es geht bei euch am Sonntag weiter mit dem Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli. Wir freuen uns, dass du trotzdem ein paar Minuten gefunden hast, um mit uns zu sprechen. Und bevor wir auf den nächsten Gegner schauen, blicken wir einfach nochmal zurück. Ihr seid gestartet mit einem Auswärtssieg bei Hannover und konntet jetzt mit einem Heimsieg gegen Kiel nachlegen im Jahr 2023. Läuft bei euch? Ja, läuft auf jeden Fall sehr gut. Wir hatten eine harte Vorbereitung und wir haben uns natürlich vorgenommen, im ersten Spiel das so positiv wie möglich zu gestalten. Wir wollten unbedingt punkten, dass es am Ende dann mit dem Dreier uns gelungen ist, da wegzufahren. War natürlich super und wie gesagt, jetzt mit 6 Punkten aus den 2 Spielen rauszugehen, ist natürlich das Beste, was uns passieren konnte. Während ihr in Hannover erst ein Gegentor kassiert habt, konntet ihr gegen Kiel sogar in Führung gehen, den Ausgleich bekommen und dann, wie man es ja schon von euch fast gar nicht mehr anders gewohnt ist, das Spiel trotzdem zu einem positiven Ende gebracht. Wie blickst du denn nochmal auf diese 90 Minuten zurück? Ich bin froh, dass wir die Mentalität uns aufgebaut haben, dass wir sagen, egal wie der Spielstand ist, dass wir immer weitermachen, ob es jetzt eine Führung ist oder ob wir mal hinten liegen, dass wir das einfach annehmen und das Bestmögliche rauszuholen. Natürlich war es für uns jetzt in den Spielen oft so, dass wir das dann sehr positiv gestalten konnten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich harte Arbeit und zeigt einfach die Stärke, die wir uns da auch aufgearbeitet haben. Eine Stärke, das haben wir schon mehrmals thematisiert. Das sind ja auch die Fans und obwohl jetzt 2 Auswärtsspiele in Folge anstehen, wissen wir, bei beiden werden das, was die Kapazität des gegnerischen Stadions hergibt, zumindest nach, wieder zahlreiche FCK-Fans dabei sein, um euch da zu unterstützen. Muss man sich da auch als Profi, auch du, der schon ein bisschen länger im Geschäft ist, trotzdem immer wieder auch kneifen, wenn man sieht und spürt, was da für eine Unterstützung da ist? Auf jeden Fall. Es ist nicht selbstverständlich. Ich finde es halt schön, dass du das Gefühl schon mittlerweile hast, dass du davon ausgehen kannst, dass du beim Auswärtsspiel etliche Fans dabei hast und gibt natürlich nochmal einen gewissen Input ins Spiel. Wir sind richtig glücklich, dass wir die Fans auch so begeistern können, dass sie die Reisen antreten. Es sind natürlich auch immer weite Reisen und da sind wir natürlich auch sehr dankbar. Und wie gesagt, wenn wir dann auch punkten, ob es jetzt ein Unentschieden ist oder gewinnen, wir freuen uns einmal mit den Fans dann auch auswärts zu feiern. Und euer nächster Gegner, der ist ja momentan auch in Form, wird sicherlich auch wieder eine schwierige Aufgabe. St. Pauli ist ebenfalls mit 2 Siegen ins neue Jahr gestartet. Wie schätzt du diese Mannschaft ein? Schon seit Saisonbeginn weiß ich, dass es eine Mannschaft ist, die sehr, sehr viel Qualität hat. Auch schon im Hinspiel hatten wir natürlich einen riesen Respekt vor der Mannschaft. Heißt aber nicht, dass wir nicht mit Selbstbewusstsein gespielt haben. Ich weiß natürlich jetzt auch, dass in der Mannschaft viel Qualität steckt, an Einzelspielern auch. Und ich glaube, dass jetzt mit dem jetzigen Trainer auch die Qualitäten mehr auf den Platz bringen und als Mannschaft agieren. Deswegen wird das auf jeden Fall ein ganz anderes Spiel als wie im Hinspiel. Du sagst es schon, St. Pauli hat kurz vor Weihnachten den Trainer gewechselt, jetzt mit dem neuen Trainer unter anderem auch den ersten Auswärtssieg eingefahren. Welchen Anteil hat der denn daran, dass diese Mannschaft auch ein ganz anderes Gesicht haben wird als im Hinspiel? Wie gesagt, also ich habe gehört, dass er schon im Verein tätig war. Er war ja Co-Trainer und er kennt natürlich alle Spieler schon. Deswegen fällt es ihm wahrscheinlich auch leichter, da die Strippen zu ziehen und seine eigenen Ideen mit reinzubringen. Macht es für uns natürlich umso schwerer, weil man natürlich nicht weiß, wie er spielen möchte, was er macht. Und wie gesagt, die Qualität ist sehr, sehr hoch in der Mannschaft. Deswegen heißt es da, nochmal alle Kräfte mobilisieren und dann können wir auch nicht einen Schritt zurückweichen. Dann hoffen wir, dass das so funktioniert und aufgeht. Kenny, danke für die Zeit und viel Erfolg in St. Pauli. Dankeschön.